Okay, Leute, in GTA haben wir schon die krasseste Grafikmod überhaupt gespielt. Wir haben eine Mod gespielt, die aussah wie GTA 6. Aber eine Sache haben wir noch nicht gespielt. Und zwar die schlechteste. Wallabila, die schlechteste Grafik in GTA 5, Leute. Und damit, ja, Leute, was geht ab? Euer am Start und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, Leute. Ihr seht es im Hintergrund. Wir sind in GTA 5 und Junge, wie scheiße sieht es aus, Mann. Ihr müsst euch vorstellen, das ist noch nicht mal die schlechteste. Also es gibt noch eine Stufe krasser. Das werde ich euch gleich aber erst zeigen. Ich habe es am Anfang schon gesagt, fürs heutige Video werden wir einfach mal die schlechteste Grafikmod, die es überhaupt gibt, in GTA 5 spielen. Und ihr seht schon, es ist alles komplett verbuggt. Also alles ist absolut pixelig und man erkennt nicht so richtig. Und Bruder, gönnt euch, man kann nicht mal mein Gesicht richtig erkennen. Was, Bruder? Oder das Teil da hinten im Wasser. Was ist das? Ein Delfin? Ein Typ, der schwimmt? Ein Boot? Ich erkenne nichts außer Pixel. Aber vor dem heutigen Video werden wir auf jeden Fall einfach mal so ein bisschen die Stadt erkunden, wie das alles, Was ist das denn? Wie alles aussieht. Warte, wir gehen jetzt erstmal nach oben. Auch der Rasen. Normalerweise ist hier Rasen. Junge, das sieht aus, als würden wir gerade PlayStation einspielen. Und auch der Typ. Was ist mit dem? Hä? Angel doch, Yo, hallo, hey, angel doch weiter, ich will nicht Stress. Hör auf ihn zu schlagen, Junge. Komm her, du Kelb. Zack, Junge. Kriegst aufs Maul, Digga. Leg dich nicht mit mir an. Batz. Okay, scheiß drauf. Weg. Aber, Freunde, ich würde sagen, wo sind wir überhaupt gelandet? Das sind Häschen. Oh mein Gott, ich habe zuerst gar nicht erkannt, dass das Häschen sind. Komm da raus. Komm da raus, komm da raus. Hä? Okay. Ja, gut. Ich habe gesagt, dass Häschen so rauskommt. Hä? Da ist kein Häschen mehr drin. Wow, es brennt! Aber okay, Freunde, ich würde sagen, das Erste, was wir jetzt machen, wir gehen mal zu einer Straße. Ich will mal abchecken, wie das aussieht, wenn wir Auto fahren. Weil wir sehen jetzt schon, es sieht schon echt alles ziemlich beschissen aus. Aber ich habe Bock, mal Auto zu fahren. Ich glaube, da oben, let's go, da oben ist eine Straße, da war schon ein Auto. Schreibt generell mal in die Kommentare, Leute, habt ihr schon mal auf den schlechtesten, weil das aktuell sind wirklich einfach nur die schlechtesten Grafiken. Ihr seht schon, wir sind hier in den Einstellungen und wir haben einfach bei Anzeige, bei Grafik, hier, nix, Bruder. Ich habe so viel freien Speicherplatz. Ich könnte hier alles auswählen. Aber jede einzelne Option, ihr seht schon, Shader, normal. Also normal ist das Schlechteste. Es gibt nur sehr hoch, hoch und normal. Wir haben einfach alles komplett auf Scheiße gestellt. Und auch ansonsten alles einfach auf aus. Also wirklich die Grafik. Absoluter Schmutz. Ich meine, ihr seht es ja, Junge, sieht ja nicht mehr gut aus. Aber okay, Leute, da hinten kommt schon ein Auto. Ich würde sagen, das snacken wir uns jetzt mal. Bin mal gespannt, ob wir uns das so klauen können, ohne den umzubringen. Junge, ich erkenne, bis das Auto vor mir steht, ich erkenne ja nicht mal, was das für ein Auto ist, Junge. Aussteigen, Kollege. Das ist jetzt mein Auto. Let's go. Hier, nimm deine Frau. Wir können zu Fuß weitergehen. Wie mache ich Radio aus? Du hast bestimmt kein Radio. Abfahrt. Kannst den da nehmen. Ist eh derselbe. Jeder hat Radio. Junge, was will der jetzt? Will der Stress oder was? Das haben wir geklärt. Wir gucken mal im Inneren des Autos. Okay, es geht noch. Also die Rücksitze sind, ja, gefühlt einfach nur irgendwelche Wände. Man sieht es nicht richtig. Auch hier vorne, so Sachen sehen halt scheiße aus. Aber es geht auf jeden Fall noch. Aber egal, ich würde sagen, wir fahren. Sorry. 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 Wir fahren jetzt erstmal in die Stadt. Chill mal. Wow. Junge, ich dachte kurz, wir haben Beyblade. Wir fahren kurz die Stadt und dann sehen wir uns gleich, Leute. Let's go. Okay, let's go. Leute, ihr seht schon, wir sind in der Stadt angekommen und es sieht so unfassbar scheiße aus. Das ist ja nicht mehr normal. Gönnt euch mal die Autos, wenn die nicht direkt vor mir sind. Man erkennt nicht mal, was das ist. So, wir klauen uns mal ganz kurz hier den Rari. Hat der Typ eine Klatze? Warte mal, nee. Perfekt, es lädt einfach nicht. Ich weiß nicht warum, Leute, aber ich habe irgendwie so GTA 3 Flashbacks irgendwie von früher. So von der Grafik her ist halt alles echt scheiße, aber ich glaube früher, wenn man früher ganz normal gezockt hat auf PlayStation 3 oder PlayStation 2 oder so, dann sahen die Games halt wirklich so aus. Und damals waren es halt krasse Spiele. Wenn man, keine Ahnung, 2006 ein Game oder so hatte, was so aussah, Bruder, das war komplett Next Level. So Games habe ich früher absolut jeden Tag gezockt, Junge. Und jetzt sehen die einfach aus wie, keine Ahnung, eine Mülltonne. Aber ich würde sagen, Leute, ist schon lustig, macht doch schon Bock, sag ich ehrlich. Auch wenn man davon echt minimale Kopfschmerzen kriegt. Batz, die Alte hat auch Kopfschmerzen. Aber ich glaube, Freunde, das können wir noch toppen. Deswegen aktiviere ich jetzt noch die
Mod. Das ist ja mal einfach eine Einstellung. Ab jetzt wird es nochmal die Nummer beschissener. Wir sehen uns gleich wieder. Ich starte kurz GTA neu. Und dann, yalla. Okay, Freunde, ich bin back. Die Mod ist installiert und ich würde sagen, wir schnacken nicht drum herum. Okay, es geht los. Ich habe mir das noch nicht angeguckt. Ich bin gespannt, was jetzt noch anders ist. Aber wir sind auf jeden Fall schon mal beim PD gespawnt und irgendwie. Irgendwie fehlt hier alles. Ist hier nicht normalerweise eine Wand? Okay, Mann. Also, es lädt auf jeden Fall schon mal nichts. Und, oha, ein Polizeiwagen. Okay, wir gönnen uns den Polizeiwagen. Warte mal. Bruder. What the fuck? Hä? Sehen jetzt die ganzen Leute so aus oder was? Junge, was ist denn das? Hä? Hä, hey, wo sind die Hände denn hin? Und wo ist der Kopf? Was ist das? Okay, Leute, hier ist ein Polizist. Warte mal. Der hat sein Handy in der Hand. Warte mal. Junge, was zur Hölle? Hä? Ich mach nix. Sorry, Mann. Alles gut. Was zur Hölle? Er ist recht. Wow, 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 wow. Nee, nee, nee. Wo? Hä? Was, Junge? Nein, 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 tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Ich will keinen Streit. Nein, 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 ich will keinen Streit. Hallo? Bruder! Ich wollte doch nur gucken, wie du aussiehst, Mann. Ich werde hier direkt umgeschossen, Junge. Was soll denn das? Aber Leute, wie scheiße sieht da bitte diese Grafik aus? Oh mein Gott, Mann. Junge, man erkennt nichts. Was hat der hier für Klamotten an? Was ist das? Junge, was ist das? Das ist ein Tanktop. Ja, aber was ist unter dem Tanktop? Ist das ein schwarzes T-Shirt oder ein Anzug? Ach, das ist eine Frau. Ja, ja, klar, natürlich. Erkennt man sofort. Ich komme nicht auf mein Leben klar gerade. Warte, wir klauen mal den Bus hier. Aussteigen. Oh, oh, tschüss, der hat den einfach getreten. Okay, egal, wir fahren weiter. Ciao. Oh, wir haben Nitro. Wir haben Nitro, let's go. Wir haben Nitro, let's go. Oh, ich habe überlebt. Tschüss. Wie weit ist der Bus denn geflogen? Der ist einfach auf der anderen Straße gelandet. Ah, guck mal da, Digga. Ich glaube, die Dame ist etwas freizügiger unterwegs. Kann das sein? Hey, hey. Oh, ist das ein Typ? Ich raff hier gar nichts mehr. Leute, die ganzen Häuser, nichts lädt. Guckt euch die Straße an. Warte mal, das ist ja mein Bus. Holen wir uns mal kurz den Bus noch mit. Der Bus braucht 10 Jahre, um sich umzudrehen. Und VDM, der Herr. Oh. Aber Real Talk, wie krass schlecht sieht denn diese Grafik aus? Wenn man so zwischen die Häuser oder generell mal auf die Häuser guckt. Leute, das sieht aus wie mein Zehennagel, Bruder. Okay, warte, wir holen uns mal ein Fresh Spike hier. Ach, wir steigen auf der anderen Seite aus. Geh da runter, Junge. Was? Mein Motorrad, danke. Aber irgendwie erinnert mich das voll an irgendein anderes Spiel. Ich weiß nicht an welches. Leute, was für ein Game sah so aus? San Andreas sah, glaube ich, von der Grafik her schon wieder besser aus, oder? Oder sah damals San Andreas auch so aus? Aber irgendwie erinnert mich das übertrieben an irgendein Game. Ich kann euch nicht sagen, an welches. Kann man VDM mit einem Motorrad? Ja, kann man. Chillig. Zack. Was wir jetzt noch machen, Leute, am Ende vom Video. Ah, warte, hier stehen bleiben ist, glaube ich, nicht so schlau. Abfahrt. Weil direkt vor dem PD sind natürlich 10.000 Polizisten. Deswegen, Freunde, ich würde sagen, wir fahren erstmal noch einen Ticken weiter. Warum schießt hier einer? Samor hackt. Ich würde nämlich sagen, wir machen jetzt nochmal eine richtig dicke Bam. Eine richtig dicke Schießerei, Leute. So muss der Hase. Komm her, Junge. Batz, batz. Kommt der Zug, oder was? Oh, da unten ist der Zug. Ich kann auf den Zug drauf. Ja. Ja. Nein. Ja, als ob! Als ob ich davon sterbe! Als ob ich davon sterbe! Kein Sinn. Aber okay. Dann machen wir das halt hier. Das ist mir doch egal. Aber wisst ihr was? Ich mach Only Pistol. Putz, putz. Okay, let's go. Ich hab noch nicht mal einen Stern. Hä? Warum krieg ich keinen Stern? Aha. Hätte auch anders überhaupt keinen Sinn gemacht. Warum hätte ich denn keinen Stern bekommen? Zack. Da hat sich's ausgegrafikt. Abfahrt. Ich muss ein bisschen mehr in Deckung bleiben. Hallo, fahrt ihr hin? Abfahrt. Man erkennt halt nicht, ob die noch leben oder nicht. Wow! No, 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 no. Das muss ich mir kurz ausleihen. Das muss ich mir kurz ausleihen. Und Abfahrt. Warte, wir müssen hier. Wir gehen in den Klamottenladen rein. Da sind wir sicher, Leute. Können die durch die Scheiben schießen? Hä? Hallo? Oh, die treffen mich. Die treffen mich. Nein. 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 Junge, ich treffe so auf deinen Kopf. Zack, auf deinen auch. Auf deinen auch. Auf deinen auch. Oh, 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 scheiße.
Ich muss nachladen. Okay, aber jetzt, Leute, nur noch One-Taps. Ich bin ja jetzt jeden Moment tot. Und wir haben 4 Sterne. Er kommt mit Heli. Was? Zack, Digga. Du musst laufen. Aber das war clean, Mann. Ich habe noch richtig reingehittet. Maschallah. Aber gut, Freunde, ich würde sagen, das war's mit dem heutigen Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal, ganz wichtig. Und ja, ich werde mir jetzt erstmal wieder eine normale Grafik machen, weil so langsam tun echt meine Augen weh. Wir sehen uns morgen im nächsten Video. Haut da rein und macht's gut, Leute. Peace.